So, guten Morgen. Wir sind beim letzten größeren Thema der AUD angelangt, also jedenfalls was die Vorlesung angeht. Algorithmische Konzepte, das haben wir schon beim letzten Mal begonnen. Ich will nur noch mal ganz kurz vielleicht zur Einleitung ein paar Worte dazu sagen. Es geht um diese schweren algorithmischen Probleme, mit denen wir uns vorher bei unserem vorangegangenen Thema beschäftigt haben. Sie erinnern sich, Stichwort NP-vollständige Probleme, Probleme, die leider nicht irgendwie akademischer, künstlicher Natur sind, sondern die leider in der Realität sehr häufig auftreten, in allen Anwendungsbereichen der Informatik. Und aus pragmatischer Sicht ist das sehr schlecht, denn diese Probleme sind, das sagt ja nun mal der Name schwer, sie sind halt schwer, sie sind sehr schwierig zu behandeln. Wir können nicht davon aus, wir können nicht erwarten, dass wir für diese Art von algorithmischen Problemen so schöne, schnelle und wirklich das Problem jeweils richtig vollständig lösende Algorithmen finden werden. Es gibt sie höchstwahrscheinlich gar nicht. Wir brauchen da gar nicht groß dran zu suchen. Es haben schon Generationen von sehr guten Informatikern daran gesucht, für diese Art von Problemen richtig schöne Algorithmen, richtig effiziente, effektive Algorithmen zu finden, wie für die Problemstellungen, die wir vorher gesehen haben, für diese relativ einfachen Problemstellungen. Also wir brauchen gar nichts zu versuchen, da uns selbst daran, selbst über solche Algorithmen nachzudenken. Aber wir müssen mit diesem Problem umgehen. Es sind reale Probleme, wenn Ihr Kunde ein solches Problem hat. Ja, Sie erinnern sich an die Beispiele Rundreiseproblem, Rucksackproblem, Mengenüberdeckung, Steinerbaum. Da hatte ich ja jeweils Beispiele, versucht, beispielhafte Anwendungen Ihnen zu geben, um zu zeigen, wie wichtig diese Problemstellungen sind. Wir müssen natürlich irgendwie damit umgehen, auch wenn wir wissen, so wie wir es eigentlich gerne möchten, werden wir es nicht hinkriegen. Und was sich im Laufe der Jahrzehnte inzwischen entwickelt hat, ist eine ganze Reihe von Konzepten eben. Wie die Überschrift sagt, algorithmische Konzepte von Ideen, die man im Hinterkopf haben sollte, wenn man mit Problemen befasst ist, die komplex sind, mit denen man nicht so richtig so einfach umgehen kann wie mit dem einfachen Sortierproblem. Wo man immer schauen kann, welche dieser Ideen könnte jetzt hier auf diese Problemstellung, mit der ich hier zu tun habe, passen. Und wir haben auch gesehen, es reicht nicht einfach zu sagen, okay, das ist jetzt in dieser Anwendung, das ist jetzt die und die Art von algorithmischer Problemstellung. Das ist ein Rucksackproblem, das ist ein Rundreiseproblem oder was auch immer. Man muss, oder es ist sehr, sehr sinnvoll, es ist sehr, sehr zielführend, genauer hineinzuschauen und sich zu überlegen, wie kann man hier in diesem konkreten Szenario, ja, wir reden ja nicht von, wenn Sie eine Problemstellung haben, wo ein Rundreiseproblem drin vorkommt. Ja, beispielsweise, ich habe das mehrfach als reales Beispiel genannt, auf einer Fertigungsstraße im Automobilbau, dass ein Roboterarm mehrere Punkte auf der Karosserie ablaufen muss, um da Schweißarbeiten oder was auch immer zu verrichten. Und natürlich soll die Rundreise auf allen diesen Punkten möglichst kurz sein. Rundreise deshalb, weil natürlich, wenn diese Karosserie zu Ende ist, geht er wieder zurück in seine Ausgangsposition, von der er gestartet ist. Damit dann, wenn alle Roboterarme in ihrer Ausgangsposition sind, dann das Fließband, okay, ich weiß nicht, ob man heutzutage noch von Fließband sprechen kann, aber eben alle Karosserien jeweils eine Station weitergehen und die nächste Karosserie da ist, die dann von dem Roboterarm bearbeitet werden kann. Ja, das ist der Punkt. Diese Situation ist eine völlig andere als beispielsweise Rundreiseproblem auf den Städten in Deutschland. Es hat ein ganz anderes Datenprofil. Man kann ganz andere über jeweils Unterschied,
man muss unterschiedliche Überlegungen anstellen, wie man damit klarkommen kann. Hier, das hatte ich schon mehrfach betont, hier in der AOD kann ich Ihnen nur einen ersten Einblick geben. Vertiefung gibt es in Form der Vorlesung Optimierungsalgorithmen im Wintersemester, wenn Sie das Thema weiter interessiert. Aber Sie haben zumindest dann auch einen Anknüpfungspunkt. Sie können, wenn Sie später mal mit solchen Problemstellungen konfrontiert sind, und das kann durchaus im Studium passieren, es ist nicht unwahrscheinlich, dass Sie mit solchen schweren Problemen beispielsweise in Ihrer Bachelorarbeit oder in Ihrer Masterarbeit beschäftigt sind. Dann ist es nicht falsch, sich daran zurückzuerinnern, da war doch was, da war doch ein Video und Vorlesungsaufzeichnungen, wo es genau um solche Dinge ging. Wir hatten schon beim letzten Mal eine erste einfache Idee gesehen, die so einfach ist, dass man sich vielleicht gar nicht traut, die überhaupt als eine Idee, als ein Konzept darzulegen, aber wo doch eine ganze Menge drinsteckt. Vor allem, weil diese Vorgehensweise sehr in der Praxis sehr, sehr erfolgreich ist. Weil es sehr, sehr häufig den Unterschied macht zwischen zielführend, wir kommen an unser Ziel, wir haben einen Algorithmus gebaut, der vernünftige Ergebnisse liefert, nicht unbedingt optimale Ergebnisse, denn das sind ja schwere Probleme. Wir werden nicht erwarten können, dass wir in adäquater Zeit optimale Ergebnisse liefern, aber in vernünftiger Zeit vernünftige Ergebnisse, mit denen der Kunde, Ihr Kunde dann leben kann. Also wo Sie Ihren Kunden dann überzeugen können, das ist was Vernünftiges, was er da von Ihnen geliefert bekommt. Zweistufig, also das ist nochmal Wiederholung, das will ich nur ganz kurz machen. Eine Möglichkeit, an die man immer denken muss, ist, die Datenmenge zu reduzieren. Es gibt immer wieder die Möglichkeit, redundante Daten rauszuschmeißen. Ein Beispiel hatte ich noch nicht erwähnt, was vielleicht interessant ist. In vielen, vielen Anwendungen kommen Sie irgendwann zu einer Matrix, wenn Sie das Ganze formalisieren. Das ist sehr häufig im betriebswirtschaftlichen Bereich so, ökonomischen Bereich so. Also lineares Gleichungssystem oder ähnliches. Das kennen Sie aus der Mathematik, in der Mathe 1 für Informatiker und vergleichbaren Veranstaltungen müsste das sein. Nicht? Mathe 1 ist das, lineare Gleichungssysteme. Genau. Sehr auch in anderen, in technischen Anwendungen, Stichwort Differentialgleichungssysteme, was Sie dann in Mathe 2 irgendwann gegen Ende betrachten. In vielen Anwendungen aus der Praxis kommen Sie irgendwie zu einer Matrix, Stichwort lineares Gleichungssystem, aber auch andere Varianten, lineare Optimierungsprobleme, was Sie hier nicht kennenlernen unbedingt. Und diese Matrix ist typischerweise hochgradig redundant. Ja? Da sind, so, wenn sie so aus der Praxis kommt, also die praktischen Daten transformiert in eine Matrix, da sind Spalten, wo nur Nullen drin sind, da sind Zeilen, wo nur Nullen drin sind, da sind identische Spalten, Spalten, die exakt dieselbe Einträge haben oder Zeilen, die exakt dieselben Einträge haben. Da sind hochgradig lineare Abhängigkeiten drin und so weiter. Sie können sehr häufig die Matrix dramatisch reduzieren, indem Sie solche Redundanzen rausschmeißen, ohne dass Sie damit die Problemstellung verändert haben. Ich kann mich an einen Fall erinnern aus einem Vortrag, wo jemand es geschafft hat, aus einer Matrix mit zehntausenden Zeilen und hunderttausenden Spalten, glaube ich, das war die Größenordnung, durch Anwendung solcher einfachster Techniken diese Riesenmatrix runterzudampfen auf eine 17x24-Matrix. Das wird einem natürlich nicht immer so gelingen, solche dramatischen Reduktionen. Eine andere dramatische Reduktion aus meiner eigenen Praxis habe ich beim letzten Mal erzählt. Das kann man nicht unbedingt immer erwarten, aber Sie sehen, wie viel in diesem einfachen kleinen Punkt, in diesem unscheinbaren Punkt Datenmenge reduzieren, was da eigentlich drin steckt. Ein anderer Punkt, der immer wieder auch entscheidet darüber, wie gut Ihr Algorithmus am Ende sein wird, ist,
dass sie sich vorher überlegen, wo sind jetzt die kritischen Punkte. Ein Beispiel war Stundenplanerstellung hier an der TU Darmstadt, dass sie sich überlegen, was sind die kritischen Lehrveranstaltungen. Das ist zum Beispiel die AOD, es gehört zu den kritischen Lehrveranstaltungen, braucht einen Riesensaal, braucht den Audimax, kriegt sogar noch einen weiteren Saal hinzu für Übertragung, ist dafür noch zusätzlich reserviert. Viele Studierende, aber auch Studierende aus vielen Studiengängen, das heißt, die AOD ist eng verzahnt, durch die verschiedenen Studiengänge eng verzahnt mit vielen anderen kritischen Veranstaltungen. Und wenn man zuerst, wie es auch hier an der TU Darmstadt passiert, wenn man zuerst die kritischen Veranstaltungen plant, dann hat man im Prinzip das Problem gelöst. Ein viel kleineres Problem, weil es natürlich viel weniger so große kritische Veranstaltungen gibt, als es insgesamt an Veranstaltungen an der TU Darmstadt gibt. Und dann kann man die Riesenmenge von unkritischen oder weniger kritischen Veranstaltungen hinterher relativ einfach einplanen und kriegt eine insgesamt Verteilung von Lehrveranstaltungen auf Zeiten und Räume hin, die dann passt. Auch eine andere Angehensweise, wie man zweistufig vorgehen kann, wie man erst einmal das Problem, bevor man es wirklich löst, wie man das Problem erstmal vereinfachen kann. Denn darum geht es ja immer bei diesem Zweistufigen. Erst das Problem vereinfachen, erst irgendwie die Komplexität des Problems, die Kompliziertheit des Problems, wenn ich das so sagen darf, aufbrechen, vereinfachen und dann erst den Rest, der übrig bleibt, lösen. Und eine andere Möglichkeit, hatten wir auch besprochen, ist, dass wir zunächst mal ungefähr sagen, wie die Lösung aussehen soll und dafür sorgen, dass nirgendwo kritische Punkte entstehen mit unserer Grobplanung und dass wir dann erst an jeder einzelnen Stelle dann hinterher fein planen. Und wenn wir in der ersten Stufe dafür gesorgt haben, dass wir nirgendwo kritische Stellen haben entstehen lassen, dann wird die Feinplanung schon passen. Man kann das Ganze weiterspinnen. Man kann das Ganze weiterspinnen, natürlich in die Richtung, warum bei zweistufig bleiben. Man kann auch dreistufig, vierstufig weiterdenken, wo es Sinn macht, ja. Eine andere sehr hilfreiche Richtung, wo man weiterdenken kann, ist, dass man bei zweistufig bleibt, aber hin und her springt. Erste Stufe, Problem vereinfachen. Zweite Stufe, versuchen, das Problem zu lösen. Dann stellt man fest, dass da vielleicht doch noch irgendwo an irgendwelchen Stellen was hakt, dass man doch nicht überall das Problem richtig lösen kann. Wieder zurückgehen auf die erste Stufe, dort dann in die entsprechenden Änderungen machen und dann wieder in der zweiten Stufe versuchen, das Problem zu lösen. Also beispielsweise Stundenplanerstellung an der TU Darmstadt. Sie erstellen einen Plan für die ganzen kritischen Lehrveranstaltungen, sind mit dem Plan zufrieden in der ersten Stufe, gehen in die zweite Stufe und stellen fest, beispielsweise Sie haben viel zu viele der kritischen Lehrveranstaltungen an Montagen eingeplant und jetzt gibt es irgendwelche Lehrveranstaltungen, die können nur noch montags eingeplant werden von den unkritischen, aber da ist kein Platz mehr. Dann würde der Algorithmus zurückgehen in die erste Stufe und die Planung für die kritischen Lehrveranstaltungen so abändern, dass weniger Lehrveranstaltungen am Montag stattfinden und dann wieder reingehen und hoffen, dass die Problematik jetzt gelöst ist. Also Sie sehen, wir reden wirklich von Konzepten. Ich erzähle Ihnen hier keine Algorithmen, wo ich Ihnen dann den Code zeige, wo ich Ihnen dann Beispiele zeige, die ich durchrechne, sondern einfach Konzepte, wo man dann, wenn man vor einer konkreten Anwendungssituation steht, die einem der Kunde präsentiert hat, oder in der Bachelorarbeit, in der Masterarbeit, die der Betreuer Ihnen als Aufgabe aufgegeben hat, dann müssen Sie sozusagen, dann ist das sozusagen ein Leitfaden,
an dem sie sich orientieren können, wie sie solche Probleme knacken können, aber die Kreativität müssen sie dann trotzdem reinstecken. Kochrezepte bekommen sie an die, können sie an dieser Stelle nicht bekommen. Also so weit ist die Wissenschaft nicht und wird sie wahrscheinlich auch nie sein. So, das waren die Beispiele, die will ich nicht nochmal durchgehen. Die haben wir beim letzten Mal betrachtet. Das war nur Vorbesprechung. Sie sehen nochmal hier ein Beispiel dafür: Lösung zuerst grob bestimmen, erst klären, auf welchen Gebieten, in welchen Regionen eines Mikrochips die Verdrahtung dieser vier Pins stattfinden soll, also entscheiden, ob es da lang geht oder da lang geht, so dass nirgendwo zu viel, zu viele Drähte entlang gehen müssen, also dass es nirgendwo kritisch wird oder gar überkritisch wird und dann hinterher in jeder einzelnen Fläche das relativ einfache Problem lösen, innerhalb von dieser einzelnen Fläche jeweils die Drähte exakt zu ziehen. So, gut. Das war jetzt alles noch Rückschau auf vom letzten Mal, um Sie nochmal einzustimmen, und nochmal deutlich zu machen, dass es hier um ein etwas anderes Thema geht, dass es eine andere Sicht auf Algorithmen ist als bisher. So. Das erste Beispiel war diese zweistufige Vorgehensweise. Jetzt nehmen wir ein Beispiel, mit dem wir relativ schnell fertig sind, auf zwei Folien, weil es irgendwie weniger wichtig wäre, sondern weil es einfacher zu erklären ist und weil es da, glaube ich, weniger Sinn macht, so verschiedene Variationen zu diskutieren. Es gibt immer wieder algorithmische Problemstellungen. Also es geht hier darum, den Blick zu schärfen. Ja? Wenn Sie an eine Problemstellung herangehen, durch scharfes Hinsehen eine Idee zu entwickeln, vielleicht, wenn es geht bei dieser Problemstellung, ob Sie das Problem nicht durch Divide and Conquer lösen können. Das heißt, ob das nicht eine Problemstellung ist, die Sie dadurch lösen können, dass Sie das Gesamtproblem in zwei oder mehr Teile zerlegen, diese zwei oder mehr Teile jeweils für sich lösen und dann diese Teillösung wieder zu einer zusammenfügen. Das haben wir schon gesehen. Ich habe mich damals zurückgehalten. Ich habe nicht gesagt, dass das Beispiele für Divide and Conquer sind. Teile und herrsche. Also, das ist der offizielle Begriff. Also trifft es vielleicht nicht wörtlich, was man hier tut. Löse Teilprobleme separat und füge die Teillösungen zu einer Gesamtlösung zusammen. Genau das machen Merge Sort und Quick Sort. Bei Merge Sort ist es so, irgendwie zerlegen in zwei gleich große Teile, ungefähr gleich große Teile, separat rekursiv lösen und dann wieder mit der Methode Merge beide Teillösungen, beide Teilsequenzen, die rekursiv in sich sortiert sind, dann zu einer Gesamtsequenz zusammenfügen. Quicksort, also bei Mergesort war die Arbeit, die noch zu tun ist, hinterher zerlegen, rekursiv aufrufen und dann mit etwas Arbeit, mit Prozedur Merge, die beiden Teillösungen zusammenfügen. Bei Quicksort war die Arbeit, die zu machen ist, vorher zerlegen gemäß Pivotwert. Nicht irgendwie wie bei Merge Sort, sondern gemäß Pivotwert zerlegen, dann rekursiv aufrufen und dann einfach die drei Teillisten hintereinander packen. Da ist keine Arbeit mehr nach den rekursiven Aufrufen. Und Sie sehen schon an diesen Beispielen, Divide and Conquer ist sinnvoll mit Rekursionen zu lösen. Es ist typischerweise sinnvoll, typischerweise das Einfachste, einen solchen Algorithmus zu entwickeln, indem Sie ihn rekursiv implementieren, so wie wir Quicksort und Mergesort implementiert haben. Natürlich kann man Mergesort und Quicksort auch iterativ implementieren, aber das ist komplizierter. Ein weiteres Beispiel, hoffentlich illustrativ, ist konvexe Hülle.
Also im Bereich Geometrie haben Sie zuhauf Problemstellungen, die sich mit Divide and Conquer lösen lassen. Das war ein Grund dafür, dass ich auf jeden Fall eine geometrische Problemstellung hier als Beispiel hernehmen wollte, wobei ich dann es belassen habe bei einer einfach zu verstehenden Problemstellung. Aber wie gesagt, gerade wenn Sie geometrische Problemstellungen haben, denken Sie an Computergrafik, Computer Vision und so weiter, werden Sie sehr häufig Situationen haben, bei denen Sie das Gesamtproblem so in geometrisch separierte Teilprobleme zerlegen können. Wenn Sie in die Richtung gehen, Computergrafik, Computer Vision und so weiter, werden Sie da auch in den Vorlesungen entsprechende Beispiele sehen. Ich denke zum Beispiel auch dieses. Ich will hier nicht in die Tiefe gehen, wie bei den anderen Beispielen auch, sondern Ihnen hier nur einen Eindruck vermitteln. Worum geht es bei konvexer Hülle? Sie haben eine Menge von Punkten in der Ebene oder auch im Raum, im 3D. Prinzipiell auch möglich im noch höherdimensionalen Bereich, auch in komplexen Räumen, müssen keine reellen Räume sein, sogar in Funktionenräumen, ist egal. Hier betrachten wir in diesem Beispiel nur zweidimensionale reelle Ebene. Sie haben eine gewisse Menge von Punkten in der reellen Zahlenebene und was Sie wollen, ist das umschließende Polygon. Das heißt also das konvexe Polygon, in dem alle Punkte drin sind. Also das kleinste Polygon, in dem alle Punkte drin sind. Natürlich können Sie noch ein größeres Polygon drumherum ziehen, wo die Punkte auch alle drin sind, aber wir wollen das kleinste haben. Offensichtlich ist das kleinste Polygon, das alle Punkte umfasst, definiert. Es gibt das kleinste, nämlich das, was Sie hier sehen, gebildet aus Ecken, die Punkte aus der gegebenen Punktemenge sind. So, und wenn Sie jetzt die konvexe Hülle dieser Gesamtpunktmenge hier berechnen wollen, dann ist eine gute Möglichkeit, eine effiziente Möglichkeit, die Punktemenge geometrisch einfach nach ihrem x-Koordinate oder nach ihrer y-Koordinate in ziemlich genau gleich große Teile zu zerlegen. Gleiche Anzahl links und rechts, das geht ganz fix. Medianberechnung, also wenn Ihnen, also im schlimmsten, also wenn Sie nicht, wenn Sie können auch, wenn Sie wollen, einfach die x-Koordinaten sortieren und dann können Sie ja den Median bestimmen. Sie können auch einen Algorithmus anwenden, um gleich den Median zu bestimmen, ohne zuerst zu sortieren. Das geht in linearer Zeit. Das haben wir hier nicht besprochen. Also in zwei Teilpunktemengen von gleicher Größe oder wenn die Gesamtpunktzahl ungerade ist, dann eben um 1 unterschieden. Rekursiv dann Divide and Conquer aufrufen auf jeden der beiden Teile. Und dann hinterher sehen Sie schon, das deute ich hier nur an, aber Sie sehen schon, es ist nicht allzu kompliziert, dann festzustellen, wie hier der Brückenschlag sein muss. Es gibt nicht allzu viele Möglichkeiten, wie hier der Brückenschlag sein kann, von welchem Punkt hier, von welcher Ecke des Polygons hier, zu welcher Ecke des Polygons hier und genauso hier jeweils eine Verbindung gezogen werden muss, damit insgesamt hier die konvexe Hülle der Gesamtpunktmenge herauskommt. Rekursionsabbruch ist zum Beispiel, indem Sie die Rekursion abbrechen lassen, wenn die Gesamtpunktmenge nur noch drei Punkte umfasst, weil Sie dann wissen, was die konvexe Hülle ist, nämlich das Dreieck auf diesen drei Punkten. Da können Sie die Rekursion abbrechen lassen. Oder bei zwei Punkten, dann ist die konvexe Hülle gerade die Kante zwischen den zwei Punkten. Oder Sie können die Rekursion noch bei einem Punkt abbrechen lassen, dann ist es halt dieser Punkt seine eigene konvexe Hülle.
Mehr will ich jetzt zu diesem Thema Divide and Conquer hier gar nicht sagen. Ich denke, der Gedanke ist rübergekommen. Bei vielen Dozenten von Algorithmen und Datenstrukturen wird dazu noch mehr gesagt. Wenn Leute bei Ihnen, bei anderen Dozenten AOD schon mal gehört haben, damals noch GDI2 oder anderswo, nicht an der TU Darmstadt, dann werden Sie vielleicht mit Master-Theorem und Ähnlichen in Berührung gekommen sein. Sehe ich jetzt nicht als unbedingt so essentiell an, dass ich hier solche Dinge behandle. Aber die Idee, Grundidee, Divide and Conquer, die sollte in Ihrem Hinterkopf fest verdrahtet sein, und ich hoffe, dass dieses Bild hier einen Beitrag dazu leistet, dass diese feste Verdrahtung in Ihrem Hinterkopf stattfindet. So, gehen wir nochmal zurück. Ich habe hier angefangen mit einem Spiegelstrich, mit einem Punkt. Dieser Ansatz, dieses algorithmische Konzept passt auf jedes algorithmische Problem, bei dem das und das der Fall ist. Also, wenn Sie so wollen, eine Handlungsanweisung, worauf Sie schauen sollten. Wenn das und das der Fall ist, dann sollte man durchaus Divide and Conquer in Betracht ziehen. Und nach derselben Logik werde ich das hier auch immer weitermachen. Ich werde jetzt, das sehen Sie jetzt hier, passt auf viele algorithmische Probleme, die durch eine Rekursionsgleichung beschreibbar sind. Was das bedeutet, werden wir gleich anhand von Beispielen sehen. Zunächst einmal der Begriff dynamische Programmierung. Dieser Begriff ist entstanden, bevor es Programmierung in unserem Sinne, im Sinne von Softwareentwicklung überhaupt gab. Ich weiß nicht genau wann, in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts oder Anfang der 50er Jahre, irgendwo so in der zeitlichen Richtung. Das heißt also, es ist ein bisschen unglücklich, aber so haben sich die Begrifflichkeiten etabliert. Wir reden hier nicht von Programmierung in dem Sinne, wie Sie das Wort verstehen. Man könnte auch vielleicht treffender von dynamischer Optimierung sprechen. Es geht darum, Optimierungsprobleme möglichst gut zu lösen. Dynamisch, ich weiß nicht, warum, dieser Begriff dynamisch dabei kommt. Dafür gibt es bestimmt eine Erklärung, und ich könnte mir vorstellen, dass man diese Erklärung sogar in der Wikipedia findet, weiß ich nicht. Nehmen wir einfach hin, dieses algorithmische Konzept heißt dynamische Programmierung. So, Rekursion, die Idee ist, also das Problem bei Rekursion, was ist das Problem bei Rekursion? Das Problem bei Rekursion ist, dass sie häufig einfach viel zu viel Laufzeit kostet. Das werden wir gleich an Beispielen sehen. Und sehr häufig kann man diese Rekursion in eine Iteration umwandeln, um eine bessere Laufzeit hinzubekommen, anhand von ein paar einfachen Beispielen. Fibonacci-Zahlen. Sie kennen die Fibonacci-Zahlen, denke ich doch. Ich meine, es ist ein Standardbeispiel. Wann immer es um Rekursion geht, egal ob in Mathevorlesungen oder in Informatikvorlesungen. Also Fibonacci-Zahlen kennen Sie doch hoffentlich, oder? Gut. Das ist rekursiv, diese Zahlenfolge ist rekursiv definiert. Hier ist der Rekursionsanker für natürliche Zahlen ist die Fibonacci-Zahl definiert. Für 0 und 1 ist sie einfach 1, und für jede größere Zahl n ist sie einfach die Summe aus der vorhergehenden und der vorvorhergehenden Fibonacci-Zahl. Ein Beispiel für das, was ich eben auf der Folie gesagt hatte: Pa Probleme, die durch eine Rekursionsgleichung beschreibbar sind. Hier das Problem, die n-te Fibonacci-Zahl zu berechnen, ist durch diese durch diese Rekursionsgleichung hier oben mit Rekursionsabbruch oder Anfang und rekursivem Schritt
Genauso beim Binomialkoeffizienten. Den kennen Sie hoffentlich auch aus der Mathematik, vielleicht sogar schon aus der Schule, je nachdem. Was ist die Semantik, nochmal zur Erinnerung, was ist die Semantik des Binomialkoeffizienten? Ausgesprochen n über k. N über k ist die Anzahl der k-elementigen Teilmengen einer n-elementigen Menge. Er spielt also im Bereich Kombinatorik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Statistik eine sehr wichtige, eine fundamentale Rolle, diese Binomialkoeffizienten. Und dafür haben Sie auch eine Rekursionsgleichung sicherlich gesehen. Wir sparen uns die Fälle, die in der uns die Betrachtung, was ist, wenn das untere Argument negativ ist oder größer als das obere Argument. Denn im Normalfall interessiert uns ja natürlich nur der Fall, dass das untere Argument zwischen 0 und dem oberen Argument ist, so wie hier. Und für den Fall, dass das untere Argument gerade 0 oder gerade dem oberen Argument gleich ist, ist der Binomialkoeffizient 1. Logisch, es gibt genau eine nullelementige Teilmenge einer elementigen Menge, nämlich die leere Menge. Und genauso gibt es genau eine n-elementige Teilmenge einer n-elementigen Menge, nämlich diese Gesamtmenge selbst. Also ist logisch, dass wir da eine 1 raus haben. Und hier ist der rekursive Schritt. N über k ist gleich die Summe zweier Binomialkoeffizienten, bei denen n minus 1, also bei denen nicht mehr n, sondern n minus 1 steht. Eben für den Fall, dass k nicht gleich 0 oder gleich n ist, sondern echt zwischen 0 und n. Und einmal steht hier k minus 1 und einmal steht hier k. Mal sehen, kann man das auch interpretieren? Ja. Die Menge aller k-elementigen Teilmengen einer n-elementigen Menge. Da kann man zwei. Wenn ich mir jetzt eine k-elementige Teilmenge einer n-elementigen Menge hernehme, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Also als n-elementige Menge nehme ich jetzt einfach mal die Menge 1 bis n. Die k-elementigen Teilmengen der Menge 1 bis n. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das Element n ist in dieser k-elementigen Teilmenge oder es ist nicht drin. Und genau diese Fallunterscheidung ist realisiert in dieser Summe. Das hier ist die Anzahl aller k-1-elementigen Teilmengen von n minus 1. Das heißt, die Anzahl aller k-elementigen Teilmengen von 1 bis n, bei der n schon gesetzt ist. Und aus den ersten n minus 1 dann noch k minus 1 Elemente zu wählen sind. Und das zweite ist die Anzahl aller k-elementigen Teilmengen aus der Menge 1 bis n, bei der n nicht drin vorkommt, sondern nur die ersten 1 bis n minus 1 Elemente, die Elemente 1 bis n minus 1. Ja? Diese Fallunterscheidung, ob n in der k-elementigen Teilmenge drin ist oder nicht drin ist, wird reflektiert. Die Zahl dieser Möglichkeiten, dieser k-elementigen Teilmengen, sind diese beiden Ausdrücke. Und da diese beiden Fälle disjunkt zueinander sind, können wir ihre Zahlen addieren. So kommt diese Ihnen bekannte Rekursionsgleichung zustande. Also typischerweise haben Sie gesehen, dass der Binomialkoeffizient anders definiert wird. N-Fakultät durch K-Fakultät mal N-K-Fakultät und dann kann man diese Rekursionsgleichung daraus ableiten. Aber man kann es auch direkt verstehen über die Semantik. N über K ist die Anzahl aller k-elementigen Teilmengen einer n-elementigen Menge und mit dem, was ich gerade gesagt habe. So, gut. So viel dazu. Wo ist jetzt das Problem? Denn zunächst einmal, naja, wenn das da schon so schön rekursiv definiert ist, dann gehen wir doch hin, wenn wir das in Java implementieren wollen, dann gehen wir doch hin und implementieren das rekursiv. Ja? Fibonacci-Zahlen,
Also die Methode prüft erst ab, ob n gleich 0 oder n gleich 1 ist. Der Parameter n ist der 0 oder 1, dann wird einfach 1 zurückgegeben. Und wenn er größer als 1 ist, dann rufen wir, dann steht ja praktisch, also hier müsste ein Return natürlich stehen, Return Fibonacci von n minus 1 plus Fibonacci n minus 2 steht ja praktisch schon da, ist doch perfekt. Genauso hier unten. Wenn wir das, wir können doch das einfach auch in Java, den Binomialkoeffizienten zu berechnen, rekursiv implementieren. Falls k gleich 0 oder k gleich n ist, eben 1. Ansonsten return Aufruf mit diesen beiden Argumenten n minus 1, k minus 1 plus Aufruf mit diesen beiden, rekursiver Aufruf mit diesen beiden Parametern n minus 1 und k und fertig. Also könnte man denken, damit ist doch alles schon getan und gut ist. Aber leider gibt es da natürlich ein kleines Problem, denn wenn Sie jetzt größere Zahlen einsetzen, dann werden Sie feststellen, dass Ihre Methode extrem lange dauert bzw. einfach nicht zum Ende kommen will. Warum? Weil laufend und immer wieder dieselben Werte berechnet werden, vergessen werden, wieder berechnet werden, wieder vergessen werden und so weiter. Ja, stellen Sie sich das doch mal vor bei Fibonacci, hier bei der Fibonacci-Zahl. Jetzt wird rekursiv Fibonacci von n minus 1 berechnet, da wird wieder Fibonacci von n minus 2 aufgerufen. Ja, und Fibonacci von n minus 3, hier wird auch Fibonacci von n minus 3 aufgerufen. Ja, das wird immer größer. Fibonacci von n minus 4 wird so und so oft mal aufgerufen. Viel öfter wird Fibonacci von n minus 5, von n minus 6 und so weiter aufgerufen. Es ist ein Baum, der auseinandergeht, und Sie wissen, was das bedeutet. Nämlich, dass die Anzahl der rekursiven Aufrufe exponentiell groß wird. Und hier unten natürlich dasselbe Problem. Sie rufen, wenn Sie n über k, wenn Sie hier das rekursiv aufrufen, dann wird n minus 2, dann wird hier innen drin mit n minus 2 aufgerufen, hier mit n minus 2 aufgerufen, und die einzelnen Elemente, und es wird immer wieder, das werden immer wieder dieselben Werte berechnet, n minus 2 über dem Wert, n minus 3 über dem Wert, und auch hier wächst die Anzahl der Wiederholungen, wie oft ein und derselbe Wert berechnet wird, im exponentiellen Ausmaß. Ja, wenn Sie sich vorstellen, n ist recht groß. Ich weiß nicht, was eine realistische Größe wäre. Allein schon 20, 30, n gleich 30 sollte schon das Problem bringen, dass da einfach immer und immer wieder n minus 5, n minus 6, bis n minus 30 runter immer wieder dieselben Binomialkoeffizienten berechnet werden. Unnötigerweise. Denn, also, sie werden immer wieder berechnet und der Wert wird wieder vergessen. Es ist nicht so, dass wir beim nächsten Mal, wo wir in einem ganz anderen Zweig des Rekursionsbaums nochmal denselben Wert berechnen, denselben Binomialkoeffizienten mit denselben Parametern, da ist hier keine Information mehr da vom letzten Mal, wo wir das berechnet haben. Und da ist es natürlich sinnvoll zu schauen, ob das möglich ist, die Rekursion in eine Iteration umzuwandeln, so, und das ist jetzt die Idee, dass diese redundanten Berechnungen von immer und immer wieder denselben Werten nicht mehr auftreten, sondern dass jeder Wert, jeder Zwischenwert nur einmal berechnet wird und geeignet abgespeichert wird und dafür gesorgt wird, solange dieser Wert benötigt wird, ist er da. Das geht an diesen Beispielen Fibonacci-Zahlen und Binomialkoeffizient ganz einfach zu erklären. Fibonacci-Zahlen können Sie ganz einfach iterativ lösen, das haben Sie vielleicht auch gesehen. Wenn nicht, sehen Sie es jetzt.
Wir haben einfach zwei Variablen, Fibonacci für n-1 und Fibonacci-Zahl für n-2. Also natürlich gucken wir erst einmal vorneweg, ob n gleich 0 oder n gleich 1 ist. Dann sind wir ja gleich fertig. Ansonsten richten wir zwei Variablen ein, in denen wir jeweils das Fibonacci n-1 und Fibonacci n-2 mit uns mitschleppen. Und dann ist das einfach die Schleife. Wir gehen geeignete Anzahl von Malen durch, bis wir zu n kommen. Berechnen immer die neue Fibonacci-Zahl aus den alten beiden Fibonacci-Zahlen und müssen die alten beiden Fibonacci-Zahlen entsprechend aktualisieren, dass die eine Fibonacci-Zahl, dass dieser neue Wert jetzt Fibonacci n-1 ist und der alte Wert Fibonacci n-1 wird Fibonacci n-2. Ich glaube, ich habe es eben verkehrt rum gesagt. Das ist nicht, wenn ich das richtig jetzt hier sehe, doch ja, dann ist das hier, dann steht hier drin Fibonacci n-2, Fibonacci hier drin steht Fibonacci n-1. Wieder ein wunderbares Beispiel für das Thema Invariante. Ja, die Invariante ist, dass immer vor und nach jeder Iteration hier Fibonacci von aktuellem Wert minus 1 und hier, also i minus 1 und hier von i minus 2, nee, umgekehrt, genau umgekehrt drin steht. Sodass also daraus folgt, dass hier die nächste Fibonacci-Zahl korrekt berechnet wird und daraus dann eben folgt, dass hier die korrekte Fibonacci-Zahl von n herauskommt. Ja, ein schönes, einfaches Beispiel, um sich nochmal das Thema Invariante klar zu machen, auch nochmal klar zu machen. Sie haben ja gesehen, meine Verwirrung eben, was waren jetzt Fibonacci n-1, Fibonacci n-2. Stimmt das überhaupt, dass das eine Fibonacci von n-1 ist und das andere Fibonacci von n-2? Aha, das hier ist von n-1, das hier von n-2 und dann passt das auch, ja, es stimmt. Binomialkoeffizienten. Da wir machen mal Folgendes. Ich denke, ich sollte dazu vielleicht mal das Digimemo mitbringen, um das noch mal ein bisschen klarer das noch mal in Verbindung zu setzen mit etwas, was Sie kennen, das Pascalsche Dreieck. Wir überspringen das mal für heute, die Binomialkoeffizienten. Darauf komme ich das nächste Mal zu sprechen. Da bringe ich das Digimemo wieder mit, das ich ja schon ein paar Mal benutzt habe. So, also aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir sind noch nicht fertig mit dynamischer Programmierung, aber Sie haben bei Fibonacci erst einmal das Grundprinzip gesehen, umwandeln in eine Schleife, sodass eben dann in dem Moment, wenn die Fibonacci-Zahlen gebraucht werden, für die Berechnung der nächsten Fibonacci-Zahlen sind sie da. Hier vielleicht nur so, ein bisschen können wir hier schon mal durchgehen. Ich werde dann darauf nochmal zum Sprechen kommen beim nächsten Mal. Hier ist es dasselbe. Sie berechnen alle diese Zwischenwerte. In einer großen Doppelschleife. Ist das eine Doppelschleife? Ja. In einer großen Doppelschleife berechnen Sie alle diese Zwischenwerte, die Sie dafür brauchen, sämtliche Binomialkoeffizienten, die Sie dafür brauchen, und sorgen dafür, das ist der Knackpunkt, Sie sorgen dafür, wenn Sie für einen Binomialkoeffizienten die beiden brauchen, um den zu berechnen, dann sind die beiden schon berechnet. Sie sind berechnet und an entsprechenden Stellen in einer Matrix hier in einer Matrix abgelegt. Was ich Ihnen noch zeigen will beim nächsten Mal beim Digimemo, mit dem Digimemo ist, dass das, was Sie hier sehen, im Grunde nichts anderes als der Durchgang durchs Pascalsche Dreieck ist. Noch in einer anderen Variante, in der es möglich ist, anstelle einer Matrix nur ein Array drin zu haben. Das zeige ich Ihnen dann auch nochmal beim nächsten Mal anhand des Pascalschen Dreiecks, das Ihnen ja bekannt ist. So, gehen wir also nochmal weg von dynamischer Programmierung, komme ich das nächste Mal nochmal drauf zu sprechen. Ich möchte jetzt auf einen anderen sehr wichtigen Ansatz zu sprechen kommen.
greedy. Das ist das englische Wort für gierig. Also wenn Sie im Wörterbuch nachschauen, dann werden Sie sicherlich gierig als Hauptübersetzung finden. Sie kennen diesen Spruch, Greed is good. Haben Sie den mal gehört, gesehen? Ist aus einem Film aus den 80er Jahren, Wall Street, glaube ich, hieß der. Falls Sie den gesehen haben, Gier ist gut. Hier, also ich will das nicht kommentieren, ob das im Zusammenhang mit Wall Street gut ist, aber hier kann man sicherlich sagen, Greed ist gut. Wobei ich greedy nicht übersetzen würde mit der Hauptbedeutung mit gierig, sondern eher mit kurzsichtig. Es geht darum, etwas, was man normaler, also es ist eine ganz natürliche Sache. Etwas, was man vielleicht sogar machen würde, selbst wenn man nie von dem ganzen Thema gehört hätte. Nämlich einfach, also zunächst einmal passt auf jedes Problem, in dem Lösungen möglichst gute Auswahlen sind. Wir haben solche Themen schon gehabt. Zum Beispiel Rucksackproblem war eine Problemstellung, bei der die Lösung, bei der es das Problem darin besteht, eine möglichst gute Auswahl zu treffen. Nämlich, Sie erinnern sich, Sie haben alle möglichen Dinge, die Sie in den Rucksack packen können. Jedes von diesen Dingen hat ein Gewicht. Und Sie haben nur ein Maximalgewicht, was Sie in den Rucksack packen können. Und jedes dieser Dinge hat einen gewissen Profit. Wenn Sie das mitnehmen, und dann bringt Ihnen das etwas Spezifisches. Und Sie wollen jetzt eine Auswahl treffen, sodass das Gesamtgewicht, das möglich ist, nicht überschritten ist. Und der Gesamtprofit Ihrer Auswahl als Summe der Profite der einzelnen Stücke möglichst hoch ist. Anderes Beispiel war Mengenüberdeckungsproblem. Sie erinnern sich an das Beispiel, Sie wollen einen Lieferservice in ganz Deutschland flächendeckend anbieten. Sie haben verschiedenste Standorte zur Auswahl, wo Sie eine Zentralstadt, nee, eine Lieferstation, ein Zentrallager hinstellen können und Sie wollen so eine Auswahl treffen von echten, also von den möglichen Standorten von Zentrallagern, wollen Sie so eine Auswahl treffen, wo Sie tatsächlich ein Zentrallager hinstellen, dass flächendeckend alle Kunden in Deutschland ein Zentrallager in Reichweite haben, also von dem Sie aus diesen Kunden beliefern können und Sie wollen das Ganze möglichst billig haben. Also jeder Standort kostet Sie natürlich etwas, wenn Sie dort ein Zentrallager hinbauen und die Gesamtsumme soll möglichst billig sein. Das sind zwei Beispiele, wo es um Problemstellungen geht, bei denen die Lösungen Auswahlen sind, die möglichst gut sein sollen. Und wie gehen wir vor? Das, wie gesagt, was einem vermutlich als erstes einfallen würde, immer, wir fangen an mit, also wir sammeln die Auswahl in einer Menge, ja, wie wir das öfter schon mal getan haben, zum Beispiel beim Algorithmus von Kruskal, der übrigens so ein Greedy-Algorithmus ist. Beim Algorithmus von Kruskal sammeln wir die Kanten ein und beginnen mit einer leeren Menge von Kanten und gucken uns dann alle Kanten an. Und wenn wir feststellen, eine Kante ist geeignet, nehmen wir sie in diese Menge rein, dann ist diese Menge nicht mehr leer. Und wenn wir feststellen, eine Kante ist nicht geeignet, dann lassen wir sie draußen und gucken wir sie uns nicht wieder an. So. Der wichtige Punkt ist eben diese Kurzsichtigkeit. Wir gucken uns die Elemente, die wir einfügen können oder nicht, alle einmal an. Und bei jedem Mal treffen wir eine Entscheidung, nehmen wir es rein in die Auswahl oder nehmen wir es nicht rein in die Auswahl. Und kurzsichtig heißt, diese Entscheidung revidieren. Kurzsichtigkeit heißt erst einmal, wir gucken nicht weiter voraus. Wir überlegen uns nicht, also nicht so wie ein Schachspieler, der sich überlegt, naja, wenn ich diesen Zug mache, dann könnte mir das aber dann später das und das verbauen. Ja, so könnte man ja hier vorausdenken. Also wenn ich dieses Element reinnehme, dann sieht das erst einmal für sich genommen sehr profitabel aus. Aber es könnte bedeuten, dass ich dann,
dass ich dann an und dass ich dann in Schwierigkeiten komme, dass ich insgesamt nicht zu einer wirklich guten Lösung komme, dass mir das die Auswahl dieses Elements die Möglichkeiten verbaut, zu einer richtig guten Lösung zu kommen. Ja, das machen wir bei diesem einfachen Greedy-Algorithmus nicht. Natürlich ist es Sinn, auch vorausschauend zu agieren. Das würde aber über die AOD hinausführen. Solche Sachen betrachten wir wieder im Wintersemester in der Vorlesung Optimierungsalgorithmen. Solche Erweiterungen dieses einfachen Konzeptes. Ja, und wesentlicher Punkt ist, wenn wir einmal die Entscheidung getroffen haben, revidieren wir sie nicht mehr in diesem einfachen Greedy-Algorithmus. Auch hier kann man natürlich darüber hinausgehen und sagen, okay, wenn sich herausstellt, dass wir ein Element reingenommen haben, was problematisch ist. Also ist es zwar hochprofitabel, dieses Element ist hochprofitabel in unserem Rucksack drin, aber es ist so schwer, dass es uns die Möglichkeit verbaut, noch viele weniger schwere, aber auch sehr profitable Elemente reinzutun, die in der Summe profitabler gewesen wären als dieses große Element. Ja, auch da kann man natürlich variieren, wenn man feststellt, dass es ein Fehler war, ein Element hineinzunehmen, dass man das dann nochmal diese Entscheidung korrigiert und dann nochmal weiter guckt, was kann man reintun dann, um dann zu einer besseren Lösung zu kommen. Rucksackproblem hatte ich eben gesagt, also wir fangen an mit einem leeren Rucksack. Nehmen uns das. Ja, jetzt ist die Frage, was ist das profitabelst mögliche Element? Das Element mit dem größten Profit ist vielleicht nicht das Beste. Weil es kann sein, dass das Element, was den größten Profit bringt, so schwer ist, dass Sie keine anderen profitablen Elemente mehr hinzunehmen können, sodass sie damit sich selbst in eine Sackgasse manövriert haben. Was sicherlich als Leitfaden, als Kriterium sinnvoller ist, ist der Quotient, das Verhältnis aus Profit und Gewicht. Ja? Also wie viel Profit Sie pro verbrauchtem Gewicht bekommen, wenn Sie dieses Element reinnehmen. Sodass also das, was ich eben gesagt habe, ein sehr großes Element, was viel Profit bringt, aber im Verhältnis zu dem Gewicht, was es konsumiert, eben nicht so viel Profit bringt, das würde dann nicht ausgewählt. Also hier macht es Sinn, also es macht immer Sinn, sich zu überlegen, in welchem Sinne hier das profitabelste Element jeweils ist. Beim Rundreiseproblem kann man sich beispielsweise vorgehen, wie kann man greedy-mäßig eine Rundreise produzieren? Ja, Sie haben eine Anzahl von Städten in Deutschland und Sie wollen diese Städte alle in einer Rundreise abklappern und das Ganze soll möglichst kurze Strecke sein. Kurze Gesamtstrecke, möglichst kurze Gesamtstrecke. Wie können Sie da greedy-mäßig vorgehen? Naja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel, indem Sie von Ihrer Startstrecke aus erst einmal schauen, was ist die nächste Stadt, die ich von hier aus erreichen kann. Okay, die nehme ich. Also am profitabelsten heißt hier, am wenigsten zusätzliche Strecke zu durchfahren. Und von dieser nächsten Stadt gucke ich jetzt, was ist von hier aus die nächste noch nicht besuchte Stadt, die am nächsten dran ist, von den noch nicht besuchten Städten. Wir wollen ja jede Stadt nur einmal besuchen. Also nehme ich die, jetzt habe ich schon drei Städte. Von dieser dritten Stadt gucke ich auch wieder, was ist die nächste Stadt, die am nächsten erreichbare Stadt, die eben nicht bisher ausgewählt worden ist, nicht bisher auf unserem Teil der Rundtour ist. Ziehe ich dahin die Rundtour weiter und so weiter und so fort, bis ich am Ende keine Auswahl mehr habe,
wenn ich alle Städte jetzt in dieser auf meinem Pfad habe, dann gibt es nur noch den Weg zurück in meine Ausgangsstadt. Das ist eine Möglichkeit, hier greedy-mäßig vorzugehen. Eine andere Möglichkeit, hier greedy-mäßig vorzugehen, wäre, einfach Kanten auszuwählen, dass das die Elemente sind. Ich nehme mir die billigste Kante, also zwischen zwei Städten haben wir immer eine Kante, so eine Farbverbindung. Ich nehme mir eine Kante her. Zum Beispiel, wenn Sie sich vorstellen, die größten Städte in Deutschland, ich weiß nicht, die 20 größten oder die 30 größten oder was immer Sinn ist, dann könnte es durchaus sein, dass unter denen die Verbindung zwischen Darmstadt und Frankfurt relativ kurz ist. Die kürzeste vielleicht, weiß ich nicht. Dann nehmen wir die als erstes. So, als nächstes gucken wir uns wieder an. Was ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Städten? Die zweitkürzeste dann? Nehmen wir die wieder rein. Was ist die drittkürzeste? Nehmen wir die wieder rein. Zwischen zwei irgendwelchen Städten, irgendwo in Deutschland, müssen natürlich aufpassen, dass es keinen Kurzschluss gibt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, oder dass aus keiner Stadt jetzt plötzlich zwei Kanten, zwei Wege in zwei verschiedene Städte rausgehen oder in keine Stadt zwei reingehen und dass sich auch kein kleiner Zyklus schließt, bevor alle Städte da zusammen sind. Ich denke, das werde ich beim nächsten Mal auch nochmal mit dem Digimemo zeigen, was das heißt. Steinerbaum vielleicht auch. Mengenpackung hatte ich schon. Klicken zeige ich auch beim nächsten Mal nochmal genauer. War vielleicht etwas ungeschickt, dass ich heute das Digimemo nicht mitgenommen habe. Tut mir leid. Aber ich denke, die Tipppunkte werden dann klarer sein. So, wie können wir diesen Greedy-Ansatz implementieren? Ich überlege gerade, macht es Sinn, an dieser Stelle weiterzugehen? Kleinen Moment. Okay, also ich überspringe am besten vielleicht Greedy-Ansatz auch nochmal, weil ich da doch einige Punkte mit dem Digimemo erklären sollte und springe jetzt zu einem anderen Verfahren. Wir haben jetzt zwei Ansätze gesehen, dynamische Programmierung und Greedy-Algorithmus, wo Sie zumindest erstmal die Grundidee gesehen haben, aber wo ich dann nochmal in die Details gehe und dann noch das eine oder andere dazu zeichnen möchte. Hier algorithmischen Herangehensweise brauche ich nichts weiter zu zeichnen. Sie sehen, da sind wir wieder mittendrin. Lokale Suche ist eine grundlegende Technik, um algorithmische Probleme zu lösen, um schwere algorithmische Probleme zu lösen. Lässt sich in vielen, vielen Situationen sehr gewinnbringend anwenden. Das illustrativste Beispiel, denke ich, ist immer wieder das Rundreiseproblem. Sie haben jetzt oft genug gesehen, Sie haben Punkte in der Ebene, hier P1 bis P16 und Sie wollen eine möglichst kurze Rundreise auf diesen Punkten haben, sodass jeder Punkt genau einmal angefahren wird. So, wie kann man jetzt hier vorgehen? Die Idee von lokaler Suche ist jetzt folgende. Sie fangen an mit irgendeiner Rundreise. Sie fangen an mit irgendeiner Lösung für Ihre Problemstellung. Das muss ja nicht TSP sein. Das kann auch eines der anderen Probleme sein. Oder irgendein Problem, was Ihnen beispielsweise in der Bachelorarbeit unterkommt. Sie fangen jetzt mit einer irgendwie einfach konstruierten ersten Rundreise an. Zum Beispiel mit dem Greedy-Ansatz konstruiert. Irgendwie oder noch billiger, dass Sie einfach von P1 nach P2, von P2 nach P3, von P3 nach P4 und so weiter bis P16 und dann wieder von P16 nach P1 Kanten ziehen. Das ist auch eine Rundreise, vermutlich keine besonders kurze, aber es ist auch eine erste Rundreise, mit der man starten kann. Lokale Suche
geht jetzt grundsätzlich anders vor, als wir es bisher gesehen haben. Bisher haben wir gesehen, dass eine Lösung, eine einzige Lösung, stückweise aufgebaut wird aus Bestandteilen, aus Auswahlen, aus einzelnen Teillösungen, stückweise aufgebaut. Und ganz am Ende haben wir eine erste und einzige Lösung für das Problem, was wir eigentlich lösen wollten. Hier, lokale Suche geht anders vor. Lokale Suche fängt an mit einer Lösung, mit einer zulässigen Lösung, und durch kleine elementare Modifikationsschritte wird daraus eine neue Lösung gebastelt, die hoffentlich besser ist. Weitere kleine Modifikationsschritte, wieder eine neue Lösung, die noch besser ist, und so weiter. Was sind diese kleinen Modifikationsschritte? Hier nochmal anhand eines anderen einfachen Beispiels. Hier ist eine zulässige Lösung, eine Rundreise, die offensichtlich nicht optimal ist, wenn wir die euklidischen Distanzen als Kantenlängen hernehmen, die euklidischen Längen dieser Kanten. Wir nehmen uns irgendwelche zwei Kanten her und nehmen die erstmal raus. Zwei Kanten hergenommen, rausgenommen. So, jetzt zerfällt unsere schöne Rundtour in zwei Teile, in zwei Pfade. Und jetzt fügen wir zwei neue Kanten ein, hier, und haben eine neue Rundtour. Wobei Sie beachten müssen, hier ist noch etwas passiert. Ja, so wie hier vorher die Kanten waren, verläuft hier die Rundtour im Uhrzeigersinn auf der rechten Seite. Hier sehen Sie es nochmal im Uhrzeigersinn und auf der linken Seite im Gegenuhrzeigersinn. Hier oben ist nochmal dasselbe Bild wie eben unten, im Uhrzeigersinn, im Gegenuhrzeigersinn. Aber wenn Sie jetzt zwei neue Kanten einfügen, dann werden Sie nicht umhin können, probieren Sie es aus, Sie werden es nicht anders schaffen, Sie werden nicht umhin können und einen dieser beiden Pfade umdrehen. In diesem Fall habe ich mich dafür entschieden, diesen Pfad umzudrehen, sodass er nicht mehr wie bisher in der vorhergehenden Lösung im Uhrzeigersinn läuft, sondern jetzt im Gegenuhrzeigersinn. Und dann passt es hier wieder. Das ist das Grundkonzept. Wir fangen an mit irgendeiner Lösung unserer Problemstellung. Wie beim TSP. Gucken uns an, wenn ich jetzt diese zwei Kanten rausnehmen würde und die zwei andere Kanten ersetzen würde, kann ich dadurch eine Verbesserung erzielen? Kriege ich damit eine kürzere Gesamtrundtour hin? Und das gucke ich für alle Paare von Kanten. Ja, nicht nur für dieses eine Paar, wo Sie das eben gesehen haben, sondern ich gucke mir das für alle möglichen Paare von Kanten an. Und wenn ich eine Möglichkeit finde, diese Operation, wenn ich ein Paar von Kanten finde, sodass diese Operation dieses Paar von Kanten rausnehmen und durch ein neues Paar von Kanten ersetzen, dass das zu einer Verkürzung führt, dann führe ich das durch und das ist meine neue zulässige Lösung, wo ich wieder genau dasselbe mache. Jetzt gucke ich bei dieser neuen zulässigen Lösung wieder, gibt es ein Paar von Kanten, ich gehe alle Paare von Kanten durch, gibt es ein Paar von Kanten, wenn ich dieselbe Operation durchführe, rausnehmen und durch zwei neue Kanten wieder alles zusammenfügen, sodass ich da kriege ich dadurch eine Verkürzung raus. Und wenn ich so ein Paar von Kanten finde, wo ich eine Verkürzung rauskriege, dann mache ich das mit einem solchen Paar. So lange, irgendwann kommen wir natürlich an einen Schluss, irgendwann geht es nicht mehr weiter, irgendwann, wir können ja nicht beliebig besser werden, ja. In jedem dieser Schritte werden wir besser, aber irgendwo ist natürlich mal Schluss. Und dann, wenn wir kein solches Paar von Kanten mehr finden, sodass wir eine Verkürzung erzielen durch Rausnehmen und Ersetzen durch zwei andere Kanten, dann terminiert der Algorithmus und liefert diese kürzeste gefundene Rundtour als endgültige Lösung aus. Also auch wieder ein ganz einfaches Prinzip mit durchaus durchschlagender Wirkung. Ich sollte dazu sagen, das sage ich gegen Ende dieses Kapitels. Vergessen Sie das. Also das ist erst einmal
eine einfache Möglichkeit, wie man diesen Grundgedanken beim TSP anwenden kann. Zwei Kanten rausnehmen, durch zwei andere Kanten ersetzen. Man kann natürlich einen Schritt weiter gehen und sagen, wieso zwei Kanten, wieso nicht drei Kanten? Drei Kanten rausnehmen, zerfällt der Rest in drei Pfade und diese drei Pfade wieder durch drei Kanten zusammenfügen. Hat man auch gemacht. Es gibt viele Leute, die damit herumexperimentiert haben, mit drei Kanten oder sogar mit mehr. Vier Kanten rausnehmen, zerfällt in vier Pfade der Rest und die wieder durch vier Kanten anders zusammenfügen als bisher. Nur da ist natürlich ein Zielkonflikt dabei. Sie haben natürlich, wenn Sie drei Kanten rausnehmen und drei neue Kanten ersetzen statt zwei, haben Sie natürlich viel mehr Möglichkeiten für eine Verbesserung. Sie haben viel mehr Chancen, zu einer Verbesserung zu kommen und zu einer stärkeren Verbesserung zu kommen. Aber es kostet natürlich auch mehr. Ja? Triple von Kanten haben Sie natürlich viel, viel mehr zu durchsuchen als Paare von Kanten. Ja? Da ist ein Zielkonflikt, ob es sich lohnt, wirklich den Aufwand zu spendieren und Triple von Kanten zu durchsuchen, ob Sie da eine Verkürzungsmöglichkeit finden gegenüber Paaren. Ob das, was Sie mehr an Verkürzungsmöglichkeiten, besseren Verkürzungen finden, ob es sich lohnt. Da könnte man zum Beispiel darüber nachdenken, zunächst einmal mit Paaren von Kanten so weit zu gehen, wie es irgendwie geht. Und wenn es damit nicht mehr weitergeht, dann zu schauen, ob man nicht Triple von Kanten findet, mit dem man noch ein bisschen verkürzen könnte. Zum Beispiel solche Gedanken könnte man sich darüber hinaus überlegen. Ja, also auch dieses, worauf ich hinaus wollte, ist, auch dieses einfache Grundkonzept kann man auf verschiedene Art und Weisen implementieren. Mit Paaren von Kanten, mit Trippeln von Kanten. Sie können auch ganz anders vorgehen. Sie können zum Beispiel auch sagen, naja, meine lokale Modifikation, um von einer Lösung zur anderen zu kommen, ist, einen Knoten aus der Position, wo er gerade jetzt ist in der Rundtour, in eine andere Position, wo der jetzt gerade ist, in der Rundtour zu schieben. Das ist wieder ein anderer Ansatz, der genau dasselbe macht, lokale Suche. Eine lokale Modifikation, die, wenn sie zu einer Verbesserung führt, tatsächlich durchgeführt wird. Dann haben wir eine neue Rundtour und so weiter. Das Ganze gibt es natürlich nicht mehr auf dem TSP. Ich möchte das Beispiel Rucksackproblem wieder als Beispiel hernehmen. Auch da, ich hatte jetzt noch nicht den Begriff Nachbarschaft eingeführt. Man sagt, dass diese Rundtour und diese Rundtour, die sich eben nur in diesen zwei Kanten unterscheiden, dass die benachbart sind. Dass also Nachbarschaft sich ergibt dadurch, dass ich zwei Kanten rausnehme und zwei andere Kanten reintue. Ja, also von einer Lösung zur anderen zu kommen, heißt, wir gehen zu einem Nachbarn. Das ist einfach nur eine Begriffsbildung, die sich übertragen lässt auf andere Problemstellungen, die sich durchgesetzt hat in der Literatur, deshalb verwende ich sie auch. So, wie können wir jetzt beim Rucksack zum Beispiel diese Idee mit lokaler Suche realisieren? Also was heißt das überhaupt bei einem Rucksackproblem, lokale Suche zu realisieren? Das heißt, wir fangen mit einer Anfangslösung an. Wir haben eine Auswahl von Elementen, die in unseren Rucksack hineinpassen. Und wir wollen diese Auswahl schrittweise verbessern durch einzelne kleinere Modifikationen unserer Auswahl. Etwas, was einem vielleicht als erstes in den Sinn kommen könnte, ist, ich habe jetzt eine Auswahl von beispielsweise 10 Elementen, 10 Stücken, die ich in meinem Rucksack drin habe, und ich mache lokale, ich gucke mir an, kann ich eines dieser 10 Elemente rausnehmen und dafür eins bisher noch nicht ausgewähltes stattdessen reintun, und kann ich dadurch durch diese Ersetzung ein Element raus, ein anderes Element rein, kann ich dadurch eine Verbesserung erzielen. Ja? Ich gucke mir alle Elemente an, die drin sind im Rucksack momentan. Ich gucke mir alle Elemente an,
die momentan nicht im Rucksack drin sind und ich gucke an, finde ich im Rucksack ein Element und außerhalb des Rucksacks ein Element, wenn ich die beiden austausche, kriege ich dadurch eine Verbesserung. Eine Verbesserung des Profits, natürlich im Rahmen unter der Vorgabe, dass das Gesamtgewicht durch diesen Austausch nicht überschritten wird. Ja? Wenn das neue Element schwerer ist als das alte Element, kann es ja sein, dass das Gesamtgewicht überschritten ist. Das ist allerdings ein Beispiel für eine schlechte Nachbarschaft, denn wenn ich mit beispielsweise 10 Elementen im Rucksack gestartet bin, dann komme ich mit dieser einfachen Austauschregel ein Element raus, dafür ein anderes Element rein, natürlich niemals von dieser Zahl 10 weg. Ich kann den Algorithmus so lange laufen lassen, wie ich will. Es werden immer 10 Elemente drin sein, wenn ich immer eins raus und dafür ein anderes reinnehme. Aber das muss ja nicht gut sein, 10 Elemente drin zu haben. Es kann ja sein, dass die richtig tollen, guten, profitablen Lösungen eher 5 bis 6 Elemente haben oder eher 20 Elemente haben. Ja, da komme ich ja niemals hin, wenn ich mit irgendeiner Lösung gestartet bin mit 10 Elementen, die dann und mit der dann immer nur durch so einen Austausch immer versuche, schrittweise zu verbessern. Besser ist es, wenn man das ein bisschen mehr variiert, dass wir in jedem Schritt uns überlegen, entweder nehmen wir ein Element raus oder wir packen noch ein Element rein oder wir machen einen Austausch. Ja, das ist eine Möglichkeit, wie man das verbessern kann. Man kann auch zum Beispiel weitergehen und sagen, ich gucke nach Möglichkeiten, die es vielleicht gibt, 2 Elemente rauszunehmen und dafür ein Element reinzutun oder ein Element rauszunehmen und dafür 2 Elemente, die eben entsprechend weniger gewichtig sind, reinzutun und so weiter, sodass sich die Anzahl der Elemente im Rucksack variiert, dass wir nicht bei der ursprünglichen Anzahl der Elemente, mit der wir gestartet sind, festkleben, sodass wir also eine gute Chance haben, wenn wir mit 10 starten und die richtig guten Lösungen haben nur 5 bis 6 Elemente oder haben 20 Elemente, dass wir da hinkommen. Ja, also dieses Beispiel lehrt, man muss sich genau überlegen, wie man diese Nachbarschaft, also diese Regel, diese Austauschregel definiert, weil man kann es gut definieren oder man kann es schlecht definieren. Wenn man schlecht definiert hat, dann wird man mit allem Aufwand, den man treibt, nie rein zufällig zu den guten Lösungen kommen, nämlich dann, wenn die guten Lösungen wirklich so viele Elemente haben, womit wir gestartet sind. So, ich hatte es jetzt schon mündlich gesagt, wie sieht dieser Algorithmus aus, diese lokale Suche? Sie sehen hier wieder das Wort generisch, auf dem ich immer wieder in der AOD herumgeritten bin. Denken Sie an Sortieren, hochgradig generische Problemstellung, Sortieren basierend auf paarweisen Vergleichen. Erstens ist es offen gelassen, welcher Datentyp sortiert werden soll, und zweitens ist offen gelassen, haben wir offen gelassen, nach welchem Kriterium die Elemente in der Sequenz sortiert werden sollen. Das war durch den Comparator dann jeweils gegeben. Auch beim String-Matching, auch das String-Matching beispielsweise, ist generisch, nämlich dass offen gehalten wird, mit welchem Alphabet wir arbeiten. Ja? Es muss nicht A bis Z sein, es kann ein beliebiges Alphabet sein. Ja, alle diese Algorithmen, die wir betrachtet haben, sind mehr oder weniger generisch. Es ist offen gehalten, auf was für eine Art. Was ist das jetzt? Ich glaube, ich muss woanders hin. Ja, okay. Es ist offen gehalten, bis zu einem gewissen Grad, was für Datentypen wir verarbeiten. Es ist offen gehalten, bis zu einem gewissen Grad, wie die Methoden auf diesen Datentypen aussehen, wie das Comparator Compare beispielsweise. Und genauso generisch sind die ganzen Algorithmen, sogar noch generischer sind die ganzen Algorithmen, von denen wir hier sprechen. Hier gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir haben nicht generische Algorithmen für das Sortierproblem beispielsweise, sondern wir haben Algorithmen, die so generisch sind, dass sie auf viele verschiedene algorithmische Problemstellungen anwendbar sind. Nicht auf jede gleichermaßen,
auf viele verschiedene algorithmische Problemstellungen und auch mit verschiedenen Ideen, wie man jetzt von einer Lösung zu einer anderen kommen kann durch irgendwelche kleinen Modifikationen, wie man die Nachbarschaft zwischen Lösungen definieren kann. Und das wird in diesem generischen Formulierung ausgedrückt, wo Sie nichts mehr sehen. Sie sehen hier auf dieser Folie nichts mehr davon, ob da jetzt ein TSP ist oder das zu lösen ist oder ein Rucksackproblem oder Stundenplangestaltung an der TU Darmstadt oder was auch immer. Der Algorithmus ist vollständig generisch und kann genauso auch generisch implementiert sein. Also ich muss noch mal auf meine Vorlesung Optimierungsalgorithmen zu sprechen kommen. Sorry, aber die praktische Programmieraufgabe darin besteht im Wesentlichen darin, diesen Algorithmus und auch weitere andere Algorithmen so generisch zu implementieren, wie sie auf dieser Folie drauf ist. Das geht in Java mit Interfaces. So generisch zu implementieren, wie sie auf diesen Folien drauf sind und dann auf verschiedene konkrete Problemstellungen anzuwenden. Ein und derselbe Code, ein und derselbe Java-Code, muss nicht Java sein, kann eine andere Programmiersprache sein, ein und derselbe Code für den Algorithmus ist anwendbar gleichermaßen auf TSP, auf Rucksackproblem, Steinerbaumproblem und so weiter. Und die Blaupause für diesen generischen Code sehen Sie hier. Wir fangen an mit einer beliebigen Startlösung. Ja, beim TSP fangen wir an mit irgendeiner beliebigen Runtour, die wir uns irgendwie gebastelt haben und sei es auch nur so primitiv, von Knoten Nummer 1 auf Knoten Nummer 2, von Knoten Nummer 2 auf Knoten Nummer 3 und so weiter und so fort, bis zum Knoten mit der höchsten Nummer wieder zurück zu Knoten Nummer 1. So primitiv oder vielleicht auch intelligenter. Und jetzt haben wir eine Schleife und gucken uns an, gibt es lokale kleine Modifikationsmöglichkeiten, mit denen wir zu einer Verbesserung kommen. Ja, wie beim TSP eben, zwei Kanten raus, zwei Kanten rein. Oder, wenn Ihnen das nicht ehrgeizig genug ist, implementieren Sie eben die Logik drei Kanten raus, dafür drei andere Kanten rein, um die Einzelteile wieder zu einem Gesamtrundtour zusammenzuknüpfen. Oder wie beim Rucksackproblem, ein paar Elemente raus, ein paar Elemente rein. Und so suchen wir systematisch ab, ob wir nicht eine Möglichkeit von solchen ob wir nicht so eine Möglichkeit für kleine Modifikationen finden, sodass die Lösung durch diese kleinen Modifikationen, irgendwas raus, dafür irgendwas anderes rein, besser geworden ist. Und wenn wir sowas nicht mehr finden, dann beenden wir den Algorithmus und geben jetzt das, was wir da als allerletztes gefunden haben. Wir haben ja immer nur verbessernde Schritte gehabt. Ja, wir sind von einer einfachen Lösung, die irgendwie gebastelt wurde, durch schrittweise Verbesserungen zur zweiten Lösung, zur dritten Lösung, zur vierten Lösung und so weiter und so fort gekommen. Und jedes Mal war es eine Verbesserung. Das heißt, die allerletzte Lösung, die wir gesehen haben, die wir konstruiert haben, so, ist die beste Lösung, die wir konstruiert haben. Und die geben wir natürlich zurück. Warum sollen wir eine schlechtere Lösung als die beste gesehene Lösung zurückgeben? So, falls wir doch eine gefunden haben, machen wir diese Modifikation und das ist jetzt unser neues S, mit dem wir die Schleife wieder ausführen. So, das ist das lokale Suchverfahren. Also Sie sehen nochmal, um das nochmal ganz deutlich herauszuarbeiten, wir haben eine höhere Stufe der Generizität erreicht. Was durchaus für Studierende ein Verständnisproblem ist. War für mich damals auch ein Verständnisproblem. Ist okay. Muss aber überwunden werden, dieses Verständnisproblem, weil es eine elementare Denkweise der Informatik allgemein ist, so generisch zu denken. Generizität ist eine elementare Denkweise der Informatik. Ist nicht einfach ein programmiersprachliches Konstrukt, Generics, Interfaces und so weiter, sondern ist eine Denkweise, die man selbst dann braucht, wenn man gar nicht programmiert. Dass wir hier eine Methode haben, einen Algorithmus haben,
der nicht wie ein Sortieralgorithmus ist, nur anwendbar ist auf Sortierprobleme, sondern auf eine verschiedene Anzahl von Problemstellungen. Was müssen wir dafür tun, um diesen Algorithmus anzuwenden? Wir müssen uns eine Methode schreiben, mit der wir eine erste Startlösung generieren. Wir müssen uns eine Methode schreiben, mit der wir gucken, welche Möglichkeiten es gibt, durch kleine Modifikationen zu einer besseren Lösung zu kommen, und müssen dann diese bessere Lösung auch konstruieren, weil das unsere nächste Lösung ist, mit der wir weitermachen. Ja, also ich habe jetzt nichts davon, in dem, was ich eben gesagt habe, das ist jetzt DSB-Rucksackproblem und so weiter. Ich habe ganz abstrakt gesprochen, wir müssen eine Methode bauen, die für diese Problemstellung das tut, eine zweite Methode, die für diese Problemstellung, wie immer sie aussehen mag, das tut, und eine dritte Methode, die für diese Problemstellung, wie immer die aussehen mag, das tut. Und wenn man die drei Methoden implementiert hat, dann kann man diesen Algorithmus darauf anwenden. Und zwar nicht nur diesen Algorithmus, sondern es gibt eine Riesenanzahl von sehr cleveren Algorithmen, die auf diesem einfachen Prinzip aufbauen, die dieses Prinzip variieren, die dafür sorgen, dass man nicht zu früh irgendwo ans Ende rankommt, dass man nicht zu früh irgendwo in eine Sackgasse kommt, hier, dass man nach ein paar Verbesserungsschritten irgendwann keine Verbesserungsschritte mehr findet, sondern die dafür sorgen, dass der Algorithmus immer weiter und weiter und weiter und weiter läuft und durchaus auch zwischendurch erlaubt ist, auch mal verschlechternde Schritte drin zu haben, aber in der Hoffnung, dass man dann auch wieder zu noch besseren und noch besseren Lösungen kommt, als einfach nur mit diesem starren Schema immer nur Verbesserungen. Würde hier zu weit führen, ist auch Thema in den Optimierungsalgorithmen im Wintersemester. So, eine einfache, aber sehr, sehr effektive Möglichkeit, diese lokale Suche zu verbessern, nur die eine, möchte ich Ihnen nennen, die ist sehr einfach zu implementieren, sehr einfach zu durchdenken auch, aber ist sehr, sehr gut in der Praxis. Es ist eine primitive Sache. Wir machen die lokale Suche mehrfach. Nicht nur einmal, sondern mehrfach. Wir basteln, ja, sehr häufig steht hier, ich habe eben mehrfach gesagt, je nachdem, wie viel Zeit Sie spendieren wollen, 1000 Mal, 1 Million Mal, was in Ihrem Zeitplan eben passt. Ja, Sie schmeißen den Algorithmus, diesen Wiederholungsalgorithmus Freitagabend an und lassen dann in der Firma die Server das ganze Wochenende durchrechnen, und nach 1 Million Mal oder so am Montagmorgen kommen sie an und sehen, was der Algorithmus bis dahin berechnet hat. Also für Studierende klingt das vielleicht ein bisschen komisch, Freitagabend Arbeit beenden, Montagmorgen Arbeit wieder anfangen, aber für die Mehrzahl von Ihnen wird das sicherlich nach dem Studium nicht mehr ganz so komisch klingen, wie es jetzt klingt. So, was machen wir? Wir konstruieren eine Startlösung. Sage ich gleich was dazu. Und mit dieser Startlösung lassen wir eine lokale Suche laufen, so wie wir das eben gesehen haben, und merken uns immer, ja, was ist das beste Ergebnis, was wir mit allen bisherigen lokalen Suchen in dieser Abfolge, in diesen 1000 oder Millionen Mal, was wir bisher gesehen haben. Ja? Wir merken uns immer, was ist die beste Lösung, die wir bisher gesehen haben, und wenn wir jetzt mit der nächsten lokalen Suche eine bessere Lösung finden, dann überschreiben wir die. Ja? Die alte beste gesehene Lösung schmeißen wir weg, wenn wir etwas Neues gesehen haben, was besser ist, und setzen das an die Stelle, wo wir uns merken, was die beste gesehene Lösung bisher ist.
Das heißt also, wir starten, wenn wir 1000 Mal das Ganze durchlaufen, dann starten wir 1000 Mal eine lokale Suche von verschiedenen Startlösungen aus, die möglichst unterschiedlich aussehen. Das ist die Idee. Stellen Sie sich vor, den Lösungsraum, die Menge aller Lösungen sozusagen wirklich wie einen Raum. Ja, dann stellen Sie, das heißt, dass wir mit diesen lokalen Suchen, wenn wir schaffen, die Startlösung ausreichend stark zu variieren, dass wir nicht immer wieder mit, es macht natürlich keinen Sinn, immer wieder mit derselben Startlösung zu starten, weil dann die lokale Suche immer dasselbe Endergebnis liefert. Können wir uns auch sparen. Sondern wenn wir es schaffen, die lokale Suche ausreichend stark zu variieren, also die Startlösung ausreichend stark zu variieren, dass wir dann diesen Lösungsraum praktisch überdecken mit lokalen Suchen, dass wir die verschiedenen Bereiche, die verschiedenen Regionen dieses Lösungsraumes, dass wir dort jeweils lokale Suchen starten und gucken, damit gucken, wie gut sieht es in dieser Region des Lösungsraums aus, wie gut kommen wir da, was für eine tolle Lösung oder kriegen wir da raus, beziehungsweise in manchen Regionen des Lösungsraums kriegen wir natürlich ganz schlechte Lösungen raus, trotz lokaler Suche. So, wie konstruieren wir jetzt so eine zulässige Lösung? Also eine zufällige Lösung, Entschuldigung. Naja, zum Beispiel nehmen wir TSP her. Man könnte zum Beispiel eine zufällige Permutation aller Städte wählen. Ja, zufällige Permutation, das ist wie Karten mischen. Eine zufällige Permutation der Karten auf dem Stapel. Das kann man einfach machen. Sie nehmen sich 1 bis n her und machen ausreichend häufig wählen sich zufällig 2 Städte her und vertauschen die. Wenn Sie das richtig sehr häufig gemacht haben, haben Sie eine zufällige Permutation, eine zufällige Reihenfolge der Städte. Das gibt Ihnen eine zufällige Rundtour. Und wenn Sie das wirklich so beinhart zufällig machen, dann haben auch alle Rundtouren praktisch dieselbe Chance, drin zu sein, in der Kandidatenmenge, also als Startlösung. Und dann haben Sie wirklich den Lösungsraum ziemlich gut überdeckt. Natürlich könnte man sagen, na, da ist doch Zeitverschwendung drin. Es kann doch zufällig mal sein, dass ich nochmal dieselbe Startlösung konstruiere, die ich schon mal konstruiert habe, und dann macht der lokale Suche nochmal dasselbe. Ja, kann schon mal passieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich astronomisch gering, dass es überhaupt passiert. Und selbst wenn es mal passiert, wenn Sie 1 Million mal durchlaufen lassen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch nur einmal zufällig eine Startlösung generiert wurde, die schon mal generiert worden ist in einem vorhergehenden Durchlauf, ist immer noch astronomisch gering. Und selbst wenn das passiert, ist das doch kein Beinbruch. Das kann man noch verbessern, indem man adaptiv vorgeht, indem man sagt, naja, es hat sich herausgestellt, dass die Rundtouren, bei denen diese Kante drin ist, besonders gut sind. Vergleichsweise gut gegenüber den Rundtouren, die wir bisher gefunden haben, wo diese Kante nicht drin ist. Also adaptives Vorgehen. Wir erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kante drin ist. Oder sagen sogar, die ist auf jeden Fall in der Rundtour drin, mit der wir starten und uns unsere lokale Suche machen. Solche Sachen sind mit adaptiv gemeint, dass man feststellt, oder beim Rucksackproblem. Es stellt sich heraus, dass das und das Element sehr häufig in guten Lösungen drin ist, die wir bisher in unseren 1 Million Mal Durchläufen durch lokale Suche herausgekriegt haben. Naja, dann erhöhen wir doch die Wahrscheinlichkeit, überlassen wir es nicht mehr ganz dem Zufall, ob dieses Element drin ist oder nicht, sondern erhöhen die Wahrscheinlichkeit oder setzen sogar fest, dieses Element muss drin sein. Und dann machen wir die restliche weitere lokale Suche nur noch mit auf der Basis, dass dieses Element auf jeden Fall drin sein muss oder mit Wahrscheinlichkeit 90% drin ist, um noch weitere Möglichkeiten zu durchsuchen, wo dieses Element nicht drin ist. Ja, also Sie sehen, da kann man wirklich eine sehr große Menge an Möglichkeiten machen, von denen ich hier nur in den paar Terminen, die wir dafür reservieren können, Ihnen hoffentlich
einen hoffentlich beeindruckenden Eindruck geben kann, was alles möglich ist an algorithmischen Konzepten, mit denen man schwere Probleme tatsächlich angehen kann. Für heute sind wir sowohl in der Zeit als auch bei den Inhalten an einer Zäsur angelangt, die ideale Gelegenheit, um jetzt die Vorlesung zu beenden und Ihnen noch einen schönen Tag zu wünschen und eine schöne Restwoche.